mehr windig, sodass ich hier stehen kann und euch was erzählen kann. Wir haben ganz schlecht geschlafen, also ich. Mein Bein hat wieder gerappelt, wollte nicht schlafen. Ich bin irgendwann um 10 Uhr schon eingeschlafen, weil ich zuletzt so müde bin, aber mein Kopf hat dann irgendwann und mein Bein hat gesagt, nee, irgendwie noch nicht. Und dann war es irgendwie 0.22 Uhr. Ich so, nein, wir haben noch die ganze Nacht vor uns. Ja, da musste ich einmal Ibos nehmen, damit es wieder aufhört, ein bisschen mit dem Bein. Und dann, ja, steht man jetzt da so gequetscht auf dem Stellplatz. Jetzt fahre ich nämlich gleich auf jeden Fall weiter. Ah, Leute, fühlt sich nicht so gut an, alles. Auch wenn ich das jetzt so sage, mit dem im Hintergrund. Tja, jetzt sitze ich hier und ich kann das gar nicht beschreiben, dass ich überhaupt noch den Mut und die Hoffnung habe oder hatte, loszufahren, das einfach hier zu machen in einem anderen Land. Weil ich meine, ich verdiene keine Kohle gerade. Ich bin noch von niemandem abhängig, klar. Aber ich meine, es muss ja auch irgendwie für meine Mäuse weitergehen, ne? Ja, und ein riesengroßer Teil von meinem Leben fehlt, ne? Die Bella. Und das merke ich einfach jetzt noch mehr. Ich bin für die anderen da und ich mache das auch für die anderen, aber nicht für mich gerade, nicht für mich. Dafür fehlt mir einfach die Kraft und die Energie und die Lust. Ich meine, ich habe vorher auch das für meine Hunde alles gemacht, aber jetzt ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich kann das Gefühl gerade gar nicht beschreiben, aber ich hoffe, dass das Meer und diese Zeit jetzt hier mir wieder ein bisschen mehr gibt und positiv zu denken und alles. Aber gerade ist irgendwie komisch, wie es weitergehen soll. Freunde, es ist schon, glaube ich, eine Stunde später jetzt, weil ich habe noch draußen gequatscht. War ein Mädchen, ein Mädel, die hat vorne am Strand eben Gitarre gespielt und dann stellte sich heraus, sie ist Deutsche. Und sie ist auch allein im Wohnmobil unterwegs und ja, ist auf der Suche, spirituelle Suche. Hat ihren Vater auch als Asche dabei, genau wie ich die Bella. Und ja, wir haben uns ganz viel toll unterhalten. Sie hat Gitarre gespielt, das fand ich toll. Also ja, wir fahren jetzt, super, Dreck. Wir fahren jetzt zusammen zum See. Ich habe mir ein schönes Plätzchen ausgesucht. Mal nicht am Meer, weil. Und ja, das machen wir jetzt zusammen. Können wir ein bisschen zusammen quatschen, spazieren gehen. Dann gehe ich nicht alleine, weil momentan alleine spazieren gehen ist schlecht. Ja, also, dann würde ich mal sagen, Sachen packen und los.
Friends, es ist schon Abend. Es ist schon spät am Abend. Wir haben schon 20 vor 10. Aber dieser Tag tat mir unheimlich gut, tatsächlich. Also, ihr seht, jeden Abend die Kerze für Bella. Die bleibt und die ist da. Auch wenn sie nicht mit uns im See planschen konnte heute und ja, nicht dabei sein kann in der Form, aber ihr wisst, sie ist immer im Herzen da. Ich muss es einfach immer erwähnen, weil es ist gerade mal, ja, knapp 2 Wochen her. Puh, ja, aber ich habe eine tolle neue Freundin kennengelernt und das tat ganz gut heute, das zusammen und in den See springen, das war eine Herausforderung. So tiefes Wasser und so. Aber das tut gut. Meinen Hunden tat's gut. Sie haben auch ein bisschen geplanscht. Und ja, dann sage ich mal, bis morgen. So, guten Morgen. Wir haben gut geschlafen. Ich habe schon Kaffee getrunken und meine Hundis sind einfach so hier draußen. Oh, hell, dunkel, da. Da. Alle meine Babys. Ja. Ihr kennt den See jetzt schon. Von daher, ja, wir gehen jetzt spazieren. Gut. Dieser Hund tut einfach nichts. Die Fledermaus. Lila lutscht. Ja, endlich erzählen die Möwen auch wieder was. Mit dem Baseballschläger. Wie fährt. So, toll gemacht, mein Schatz. Bist du? Mein Schatz, ja. Meine Mädchen. Meine Mädchen. Bist du mein Schatz? Ja. Hat die mir gut. Bist du mein Schatz? Ja. Ja, du mein Schatz. Meine Gute, die bist du? Meine Gute, die. Wenn du mein Schatz bist, ne? Die Mädchen. Hat die mir gut. Und ich schlafe.
haben muss. So, liebe Freunde, keine Sorge, es brennt nicht, sondern da ist ein Lämpchen an. Hey, Lilifee. Ja, ich kuschel jetzt mit meinen Mädels und das tut auch sehr gut. Das war ein sehr, sehr schöner Tag. Ein sehr erfolgreicher Tag. Also ich war wirklich kurzzeitig mal wieder glücklich. Habe nicht so viel nachdenken müssen und es war wirklich ein wunderschöner Tag und auch in Begleitung ganz toll mit der Musik und sie hat halt Gitarre gespielt, ein bisschen dabei gesungen und Wahnsinn, also eine ganz tolle Energie und das brauche ich gerade sehr und ich danke ihr auch dafür, liebe Bertha, wenn du das mal siehst, auf jeden Fall ist ja noch meine Nachbarin jetzt, ich weiß noch nicht, wie lange wir zusammenreisen, aber wir haben jetzt gerade den gleichen Weg, von daher, ja. Und jetzt erzähle ich euch nochmal gerade zu der Situation, warum ich da diesen Menschen gefilmt habe. Und zwar kam der Mann irgendwie, wir saßen noch draußen hier vorne auf dieser Bank und ja, der war irgendwie schon, das hat sich auf die andere Bank neben uns gesetzt und hat da sein Wasserchen getrunken und guckte aber immer so, der hatte so eine ganz komische Aura um sich rum, also da war schon so irgendwas falsch, ne? Ja, und dann meine Freundin hatte so ein bisschen Angst und sie sagte auch, er wäre dann mal kurz, wo sie drin war, auch um ihr Wohnmobil so rum und hätte mal so ein bisschen geguckt und so. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Und ja, meine Hunde waren noch drin, also alles war entspannt. Wir waren jetzt im Begriff, uns noch den Abend noch ein bisschen da draußen zu sitzen und zu genießen. Und ja, dieser Typ war irgendwie komisch und ja, hat einfach viel geguckt. Und dann haben wir den beide auch abgefilmt, habt ihr ja gesehen. Ich habe den gefilmt, meine Freundin hat den auch gefilmt. Ja, und dann habe ich den, also ich bin ja da relativ straight und stelle dann auch auf bösen Blick und ja, nicht, dass man irgendwie Angst zeigt oder so, ne? Als Frau, das ist ganz wichtig. Und auch keine große Konversation anfangen, wenn die meinen, die müssen dann ansprechen. Der hat nichts gesagt. Ups. Der hat nichts gesagt, aber ja, der war halt so komisch. Der lungerte da so ein bisschen rum und dann ist er mal wieder aufgestanden. Aber der ging halt nicht weg und der guckte immer, ne, auf uns beide dann auch. Und ja. Sie ist dann schon reingegangen und ich habe dann draußen noch rumgewuselt. Dann hat er mir irgendwas gesagt, beautiful, beautiful oder so irgendwas. Also der meinte nicht mein Wohnmobil, der meinte auch nicht mich. Der meinte hier, der Ort, also dieser Platz ist wunderschön. Bin ich nicht drauf eingegangen. Ich habe dann bin reingegangen, habe die Tür zugemacht und dann hat er sich auch ins Auto gesetzt, dann relativ zeitnah. Und saß da jetzt noch ein paar Minuten. Dann bin ich nochmal rausgegangen, bin zum Mülleimer gegangen. Auch so mit so einem... Ne, und so, ne, und hab auch den Baseballschläger schon rausgeholt und hab den mal in die Tür gestellt, weil ich nicht gesehen hatte, dass er sich ins Auto gesetzt hatte schon, wo ich die Tür zugemacht habe. Und ja, also für mich war das Thema erstmal so erledigt, dass er dann gemerkt hat, also hier ist hier nichts zu gucken und nichts zu gucken und alles. Und ja, dann ist er auch irgendwann gefahren und dann kurze Zeit später kam mein blaues Auto. Der stand die Zeit lang auch da, also Spaziergänger gewesen und so. Und der kam nochmal zurück. Ich konnte mich an das Auto erinnern. Und dann kam er zurück und hat dann halt auf Spanisch gefragt, ob alles in Ordnung ist und so. Weil dieser Typ kam ihm wohl auch komisch vor. Und er hat halt gemerkt, dass wir auch irgendwie so ein bisschen, was ist hier gerade, was läuft hier gerade, ne? Was will der hier und warum steht er die ganze Zeit hier? Der geht nicht weg, der steht einfach nur da und trinkt sein Wasser oder so, ne? Ja, habe ich aber gesagt, ist nichts passiert, ist alles okay soweit, ne? Ist ja weg. Ja, aber fand ich total nett von diesem Menschen, registriert hat, fand ich total toll und ist dann gefahren. Und ist auch jetzt nichts mehr gewesen. Wir haben jetzt nochmal alles abgeklärt. Sie hat jetzt meinen Baseballschläger und eine Staffel Sex in the City und ich hoffe, sie kann jetzt besser schlafen. ich habe ja meine Hunde. Ich meine, ich bin da ja eh ein bisschen ja, vorbereitet auf sowas und keine Ahnung. Also ich habe ja auch noch andere Sachen hier, womit ich Leute abschrecken kann und so. Und ja, also ich bin da relativ entspannt und ja, aber solche Sachen passieren und ihr seht, es ist immer mal so, ich meine in den 4 Jahren, toi toi toi, ist es bei sowas geblieben, ne? Also es ist wirklich nichts passiert. Manche haben andere Erfahrungen gemacht, direkt straight, keine Ahnung, irgendwelche Typen, die sich untenrum freimachen und tada, ne? Und Belästigung in der Form war schon mal was anderes, die Geschichten hört man auch.
Aber damit muss man leben im Vanlife, im wirklichen Vanlife. Das zeigt nur wenige, zeigen das so in der Form. Und, ja, ich werde jetzt auch mal gucken, ob ich mir noch eine DVD anmache oder ob was im Fernsehen läuft oder so, damit ich jetzt müde werde. Weil müde bin ich gerade nicht. Ich bin eigentlich relativ gut drauf, komischerweise. Und wir haben uns auch den Abend nicht mehr jetzt vermiesen lassen. Wir haben jetzt noch schön draußen gesessen, ein bisschen erzählt. Und weil der Tag einfach so schön war und man sich das einfach nicht von sowas, von so einer Situation, die man nicht wirklich einschätzen kann und so eine Person, die man nicht einschätzen kann, einfach ja, zu versauen. Ne? Das ist einfach Quatsch. Also dafür war der Tag zu perfekt. Und ja, so ist das. Mache ich mir noch hier ein bisschen nicht. Bella hat auch ihr Lämpchen wieder an, ihr Kerzchen. Und wir gehen jetzt schön kuscheln und schlafen. Die waren auch alle so toll heute am See. Ich bin so glücklich, dass ich so tolle Hunde habe. Und ja. Also sage ich mal, bis morgen, Friends. Weil man hat ja nicht nur den Verlust des Hundes. Ich habe ja noch auch mit anderen Sachen zu kämpfen, das wir andere vielleicht nicht haben. Und dann darf ich natürlich nicht rückfällig werden oder mich irgendwie, weil sie nicht da reinsteigern halt, ne, dass es alles keinen Sinn hat.